Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru! Heute mit Ohne Gleichen im Test und zwar die beiden Sommersorten von Ohne Gleichen. Und zu Ohne Gleichen habe ich echt was zu sagen, denn das waren als Kind meine absoluten Lieblingskekse. Die Ohne Gleichen, ganz normal mit dunkler Schokolade oder mit Vollmilchschokolade. Oh mein Gott! Was hab ich die gesuchtet? Wirklich, die fand ich so megamäßig lecker, diese Kekse. Und oh Gott. Und ich habe noch den Werbespot im Kopf. Dein Schokoladenherz ist zart. Ladadi, ladada. Kennt ihr das, wo der Typ da am Klavier spielt und der eine und die Frau, nee, der singt auch, glaube ich, Ohne Gleichen. Das war total cool. Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr den Werbespot noch kennt von Ohne Gleichen. Ich habe die schon ewig lange nicht mehr gegessen. Deswegen hoffe ich, dass die Sorte Erdbeerjoghurt und die Sorte Kokos nicht komplett meine Kindheitserinnerung zerstören wird. Obwohl ich bin mir sicher, dass die Ohne Gleichen immer noch so geil schmecken wie damals die Ohne Gleichen. Nochmal, das sind ja auch nur zwei Sorten, die on top kommen. Die ersetzen ja nicht die anderen Sorten und das ist auch gut so. Ich fange mal mit Erdbeerjoghurt an. Das sieht schon sehr süß aus, oder? Ich bin sehr gespannt. Ich mache die mal auf. Wo habe ich die Ohne Gleichen jetzt eigentlich gekauft? Da müsste ich jetzt. Ich bin so häufig in den Supermärkten unterwegs, ihr Lieben. Ich war jetzt im Real, ich war im Rewe. Ich habe die im Rewe gekauft, ganz genau. Und ihr wisst das auch, dass ich die im Rewe gekauft habe, denn es gibt ja hier auch ein Haul-Video und da seht ihr, dass ich die im Rewe gekauft habe. So sehen die Ohne Gleichen aus. Was heißt eigentlich Ohne Gleichen? Mit nichts zu vergleichen oder unvergleichbar, glaube ich, zu Deutsch. Krass, oder? Lustiger Name auf jeden Fall. So, dann wollen wir mal die Ohne Gleichen öffnen und so sehen die aus. Mhm. Dunkle Waffel. Boah, das riecht schon extrem nach Erdbeerjoghurt, ihr Lieben. Oh Gott, echt extrem. Oh, guck mal. Hier drin ist eine Joghurt-Erdbeercreme drin. Diese Erdbeerdinger, die sind wirklich so süß. Die hauen selbst den Junkfood-Guru aus den Socken. Ehrlich, das ist extrem süß, ohne Scheiß. Also, wow. Abgefahren. Sehr, sehr, sehr süß. Mir sogar einen Tacken zu süß, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wer es so richtig süß mag und so einen richtig süßen Flash braucht, für den sind die ideal. Ich finde es echt krass, wirklich krass. Mein lieber Scholli. Ich meine, es gibt noch eine Waffel dabei, aber selbst die Waffel kann dieser süßen Erdbeernote da drin in dieser Creme, die haut alles weg, ihr Lieben. Wenn ihr wissen wollt, was richtig süß ist, und was dem Junkfood-Guru auch schon zu süß ist, dann probiert die. Wenn ihr die schon gegessen habt und ihr sagt, ja, die sind mir auch zu süß, dann schreibt es in die Kommentare. Die ziehen mir echt die Schuhe aus. Hätte ich nicht gedacht. Bin ja einiges gewöhnt, aber mein lieber Scholli. So, ohne Gleichen. Wirklich ohne Gleichen. Jetzt machen wir weiter mit Kokos, bevor wir mit den Punkten weitermachen. Kokos bin ich sehr gespannt. Ich hoffe, dass Kokos nicht so süß ist wie Erdbeerjoghurt. Vermutlich soll man die auch nur im Sommer essen, wenn es ganz heiß ist. Und dann schwitzt man ja und dann sind die Geschmacksnerven eh so ein bisschen vielleicht lahmgelähmt durch die Hitze, lahmgelegt und dann schmeckt das alles gar nicht mehr so intensiv nach Süße. So, hier haben wir auch die köstliche Milchschokolade. So kenne ich sie. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie die Ohne Gleichen mit Kokos, das hört sich geil an, oder? Die könnten schmecken. Die könnten richtig, richtig, richtig gut schmecken, wie die schmecken. So! Kennt ihr dieses Geräusch, wenn es schon raschelt? Wenn ich irgendwo sitze im Büro und jemand macht eine Tüte mit Keksen auf, dann kriege ich schon Hunger. Man ist so richtig konditioniert da drauf. Ne? Mich macht das dann auch immer total nervös, wenn ich das so ein paar Minuten höre und ich weiß nicht, was derjenige isst. Dann bin ich nervös. Aber hier wissen wir ja, es gibt heute hier ohne Gleichen Kokos. Oh, das riecht schon mal ganz gut. Ein bisschen nach Kokos. Mmh. Mhm. Mit der Vollmilchschokolade und dieser Kokoscreme. Erinnert mich so ein bisschen an die Kokosschokolade. Na, vielleicht ein Hauch von Romy. Kennt ihr die?
Die schmeckt ja auch ganz lecker. R-O-M-Y. Mm. Mm. Gut gelungene Sorte, laut meinem Geschmack. Nicht übertrieben süß. Man hat noch Vollmilch. Eine sehr angenehme und nicht übertriebene Kokosnote. Ich beiß nochmal rein. Ihr merkt, das schmeckt dem Junkfood-Guru. Ohne gleichen Kokos bekommen 9 Punkte. Ohne gleichen Erdbeerjoghurt. Das ist mir echt zu süß, ihr Lieben. Also auf meiner Geschmacksskala bekommen die wirklich sehr, sehr süß. Ich würde jetzt auch freiwillig... Nein, auf meiner Geschmacksskala bekommen die Erdbeerjoghurt, weil sie mir wirklich zu süß sind. Absolut nicht mein Geschmack, sorry, aber vielleicht mag das, aber die Geschmäcker sind verschieden. Bekommen die tatsächlich 6 Punkte, weil sie mir zu süß sind. Ihr könnt das ja mal testen, dann wisst ihr auch, wie der Junkfood-Guru tickt, wie er schmeckt. Die Kokos finde ich richtig geil. Gönnt euch die, die sollte man echt nicht verpassen. 9 Punkte. Erdbeerjoghurt, wenn ihr mal ein süßes Experiment wagen wollt, dann wisst ihr auch, was im Junkfood-Guru zu süß ist. 6 Punkte. Hier oben könnt ihr den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video, ihr Lieben. Tschüss.